Willkommen zurück zu Worms Clan Boss. Es gibt wieder was aufs Dach. Der Witz wird langsam echt alt, ne? Ja. So wie gefühlt alle Witze. Ruhe. Sonst gibt's Granaten. Ja, da kommt die erste. Ja, genau, da kommt die erste. Kein Problem. Ernsthaft? Ja. Echt jetzt? Ernsthaft? Das gibt's nicht. Boah. Steht direkt daneben, mit der Nase eigentlich schon drin. Ja. Ich finde, dafür muss Mario als erster sterben. Gegen meinen Furz kann dieses Industriezeug halt nicht anstinken. Nee, das stimmt. Ich bin. Weil dein Furz nämlich die Industrien direkt auseinander nimmt, bevor die schauen. Genau. Oh, da wüsste ich was Schönes. Ich bin multiresistent. Guck mal, links oben der 150er Benny. Nee, der gelbe. Rechts der blaue. Hallo. Einmal mit der rechts Flammen der blaue kommt viel besser an dich ran. Dann kommen die genau da unten auf die Minen. Hä? Hättest du mal besser warum? Auf mich gehört. Nee, hättest du mal auf mich gehört. Es wäre doch jetzt viel schlauer gewesen, den 150er von Gerd da erstmal wegzuholen. Und damit herzlich willkommen bei Alle unter einem Dach. Ja. Full House. Ja, Peg. Ja, ach ja. Peg, Dumpfbacke. Nicht so ganz wie gewünscht. Bud Bundy. Ja, und Bud, genau. Ah, Dreck. Oh. Falls du gerade am überlegen warst, wie er heißt. Mhm. Der Sohnemann. Wie hieß der Hund nochmal? Buck, ne? Kenn nur Bugs Bunny. Ich glaube, der Hund hieß Buck. Ist der so ein. Wie der Junge so ähnlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ja. Ich würde mal. Danke. Was hast du vor? Die Fässer. So. Ich hätte mehr auf Gerd gezielt. Das hat, tut schon. Gut, ist okay. Tutti Frutti und so. Ich weiß auch, dass jetzt was zurückgeflogen kommt. Katsching! Was? Ich wusste gar nicht, dass da Wasser rauskommt. Doch, aus den Karaffen kommt Wasser. Wäre jetzt aber guck doof, mal, wenn Benny da aufmachen würde. Wenn du es richtig anstellst, kannst du den 110er versenken. Da fehlt eigentlich nicht mehr viel. Also, Benny, du kannst auch den 145er versenken. Du kannst... Ja, du hast eigentlich zwei Möglichkeiten. Erstmal 10 Stunden lang gegen die Spritze springen. Du kannst theoretisch auch den beiden da links neben der Spritze was hinlegen. Ja, habe ich eigentlich auch vor. Wobei du da ein bisschen mehr Glück brauchst, weil da halt so wenig Wasser ist. Bei Mario links würde es nachspülen. Oh. Ja, nee, das war jetzt. Das Gelände mal an. Ist okay. Mach mal ein bisschen Terraforming. Weißt du, aber wie wahrscheinlich ist es bitte, wenn die da liegen bleibt? Dass sie da liegen bleibt? Wenn du das willst, dann bleibt die niederliegen. Also so gerade bei dem Zug war es 100% wahrscheinlich. Ja. Oh. Natürlich trifft es Gerd. Das war kann zwar nicht der, den ich haben wollte, aber okay. Aber auch da hat der wieder so viel Speed drauf. Das ist viel tiefer. Kriegt. Das ist viel mehr Wasser. Der ist viel sicherer. Ich krall mich doch wieder fest. Du kennst das doch. Kann tatsächlich passieren, ja. Weil ich glaube, du stößt dir den Kopf an der Giftflasche. Ja. Genau. So. Und Grün von Neid wird da auch. So. Mahlzeit. Ach, der heißt Pops. Ich habe gerade Pups gelesen. Wer hat denn da wieder den Namen? Nee, das wäre dein Wurm. Ja, glaube auch. Der kleine Osterhase. Oh, 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 oh,
schade. Hätte ja klappen können. Das war noch nicht dringend genug. Nee. Da muss man noch ein bisschen sammeln müssen. Ja. Ja, genau, klar, weißt du. Willkommen in Kistenhausen. Darf ich Fahrtrichtung links. Mhm. Da ist ja nichts gegen die Gärtner. Auf den Abstand. Nee, darfst du rechts runterspringen. Ist alles okay. Ja, da kannst du auch runterspringen. Ist auch okay. Du hast rechts so viele Möglichkeiten. In der Tat, da hat er alle Möglichkeiten eigentlich. Kannst natürlich auch immer wieder in dieselbe Ecke werfen, das geht auch. Orientierungswurf. Ich will ja nicht seinen Plan verraten, aber er will da komplett bis unten hindurch und dich dann mit Wasser runterspülen. Ja, meinst du? Mhm. Ja, so weitergeht, hat er aber noch lange dran zu arbeiten. Ich glaube, vorher tötet mich das Sudden Death, wenn ich da unten bleibe. Scheiße. Ich hab... Ja! Mann, ey, ich seh die nie. Das ist so zum Kotzen. Super. Ein Mayo ist dran. Zoomen wir mal ran für den Trickshot, den er jetzt versucht. Dadurch? Nee. War der Wind zu stark für. Du heißt nicht Gerd. Nee, dafür war die Lücke auch zu groß. So, jetzt die Grünen. Da ist doch, also, ich meine, also. Ne? Nummer 1. Ist das ein Mikrofon gemutet? Nein. Ich habe gerade in einer anderen Angelegenheit etwas bei WhatsApp gelesen und war mir gerade gedanklich das Schild am Malen, wie blöd muss man sein. Ach so. Ja, dann. Echt jetzt? Jetzt ist sie futsch. Und Gerd wieder eingenäht. Ach Mann! Ach ja. Also Gerd, ich hätte ja viel von dir erwartet, aber nicht, dass du abhängig bist. Penetrant extrovertiert. Das sieht so aus, als hätte der Nick da nicht viel Bewegungsradius. Nicht viel Bewegungsradius, nicht viel bewirkt. Passt immerhin zusammen. Oh, was mache ich denn hier? Ich wüsste es. Musst du natürlich mit dem Seil hoch. Da würde ich aber eher auf Gerd draufhalten, wenn er direkt neben mir steht, sowieso. Also und ich keine Zeit mehr habe. Ist schon hoch. Oh, Gerd, ja, gibt dir jetzt einen Klaps und dann bist du futsch. Erst nimmt er mir das Geld und dann das Leben. Ja. Du störst hier. Majos kleine Insel. Wenn du gedacht hast, dass ich ins Wasser falle, muss ich dich leider enttäuschen. Nee, das war auch nicht so geplant. Nein, im Deadlift. Du, sag mal, Benny. Ja? Gerd könnte da 1A runterrutschen bis ins Wasserloch.
Ja, weiß ich. Könnte. Aber so nicht. Aber nicht mit der. Wasserbombe ist ja eigentlich langweilig, weil das kann ja jeder, ne? Also ich muss auch so ein bisschen strullern. Deswegen. Ja, das ist mein Glück, weil da halte ich mich nämlich unten fest. Und genau da. Ist doch nicht wahr, ey. Es ist unglaublich. Ach, weißt du was? Mayo steht zwar näher dran, aber der nervt. Oh. Ich. Weißt du, jetzt treffe ich ihn, wo ich es nicht mal vorhab. Guck mal, der 110er, den kannst du easy killen. Ja, Wasserbombe und gut ist. Ah. In 110er retten. Boom, Kopfschmerzen. Boom, genau. Kopfschmerzen. War da eine Aspirin drin? Die wirst du brauchen. Nicht nur eine. Schade! Da lag die gut, ja. Die hätte bei dir liegen bleiben dürfen. Wäre schon lustig gewesen, wäre die da rechts in dem Wasser neben Mayo gelandet, neben dem 64er, und das Wasser hätte ihn dann links runtergeschubst. Das wäre schon wieder so typisch gewesen. Komm, ich helfe dir mal auf die andere Insel da hinten. Nö. Der 141er ist aber auch, lebt gefährlich. Und ist jetzt ein 134er. Ja. Ach der. Was will ich denn bei dem 64er? Nee. Dann jetzt vor. Der war nicht verkehrt. Nee. Warum hat Nick eigentlich noch volles Leben? Überhaupt irgendwas schon verloren? Ja. Ja. Nicht nur, dass er alle vier Würmer hat. Jetzt nimmt er mir mein Spielzeug weg. Warum? Du hast doch jetzt da unten ein anderes Spielzeug. Also ich habe das Spielzeug nur umverteilt an einen anderen Wurm. Finde ich nicht nett von dir. Warum? Guck mal, Mayo, brauchst nur straight nach oben schießen. Raus aus meinem Kopf. Nee, ich würde gerne was anderes machen. Okay. Was hat er denn jetzt? Ich kann es mir vorstellen. Wäre mir nur nicht so sicher, ob das klappt. Ich flieg nach rechts. Oh, das war nicht geplant. Nick hat mir eindeutig viel zu viel Leben. Also geplant war das jetzt nicht, aber sah trotzdem gut aus, ja. Wenn man mich fragt. Benny und ich haben Positionen getauscht. Ja. Ich finde auch, dass der Nick da viel zu viel Leben hat. Ja, ich habe viel zu viel Leben, das sehe ich genauso. Watch this.
Oh. Ja, noch Glück, ey. Problem ist halt die einfache eine Insel da vorne, wo du vorhin drauf standst. Ja, aber umgekehrt ist die hier halt auch im Weg, ne? Oh! Okay, jetzt nicht mehr. Ah, praktisch. So, wenn jetzt ganz viel... Ah ne, das habe ich gar nicht mehr. Ach Mann, oh. So war das so. Fürchte, diese Runde geht schon wieder an den Nick. Ja, ja. Moment, wir sind noch nicht fertig und ihr habt jetzt die ganzen OP-Items. Oder was heißt OP, aber die ganzen, die viel Bumm machen. Ja, du auch. Ja, das ist richtig, aber... Ja. Ihr seid drei. Sollen wir eigentlich mal dieses Festungsding da spielen, was ihr mal aus Versehen gespielt habt? Oder zum Test oder wie auch immer? Kann man auch mal machen, ja. Weil das ist ja quasi Teamspiel, ne? Ja. Ja. Wäre, glaube ich, auch mal ganz interessant. Ja. Ja. Bei unserem Glück ist es wahrscheinlich so, ich und Mario gegen Gerd und Nick. Das ist. Oh mein. Kann man direkt gehen. Ja. Also nach der Runde mache ich mir erstmal ein Butterbrot. Ein Butti? Ein Butti, ja. Ein Butti mit lecker Mett. Noch kann ich es ja essen. Noch darfst du es essen? Ja, meine Frau ist auch toll. Kauf Brot. Krustenbrot. Na super. Ist doch nett. Und Körnerbrot. Sehr gut. Gerd, warum? Da unten will ich nicht hin. Oh, super. Und nein! Nein! Das ist nicht wahr! Ja, jetzt. Wie war das nochmal mit dem, du cheatest? Habt ihr euch auch gerade verarscht cheatest. Vor? Ja. Also. Zwei Minen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei zwei Minen beide ein Blinddinger sind? Weiß nicht, sag du es mir. Du kennst dich doch mit Blinddingern aus, oder nicht? Nee, das war Mario. Oh. Es ist nicht wahr. Ja, brenn dich durch. Aber hochkommen wolltest du jetzt nicht, oder was? Nö. Schade. Musst du ja machen. Es ist nicht wahr. Nee, wobei, das ist eigentlich doof. Ja, also zwei Blindgänger auf einen Schlag. Ich weiß nicht, ob ich da hinten hochkomme. Ich hoffe doch mal. Ah, ah. Doch. Oh ja. Nicht wahr. Scheiße, das war noch keiner. Oh. Dass das eine Mine ist, hätte ich ja mal sagen können. Dass das eine Mine war, habe ich auch gesehen, aber dass das noch kein Blindgänger war, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre auch einer gewesen. Meinst du nicht, überstrapazierst dein Glück? Mit drei Blindgängern. Ja, ich möchte mein Glück überstrapazitieren. Also ich finde durchaus, dass man das versuchen kann. Ach, schön. Guck mal, wenn der jetzt Benny einfach in den Rücken schießt, dann ist der weg. Ja, du kannst es aber auch sein, dass wir mit den Nicken ein bisschen angreifen können. Ja, genau. Das wäre aber viel zu sinnvoll, einfach mal auf Benny zu schießen, weil der safe tot wäre, anstatt sich da jetzt so hinzustellen, dass ich dich jetzt töten kann. Oh Gott.
Du weißt schon, dass ich dich da leider entfernen muss, wenn ich da dran bin, ne? Ja. Dass der Wurm schon seine Abschiedsrede schreibt, ist klar. Schön, immerhin das. Also ich möchte wenigstens, dass Nick einen Wurm verliert, bevor die Runde vorbei ist. Ich möchte daran erinnern, dass du vorhin auch immerhin mit 3 ins Finale gegangen bist. Also war jetzt auch ja, nicht einer ohne. Einer hat da verloren, Gerd. Okay. Ja, ihr könnt dann wieder aufhören, danke. Nee. Weil ist ja jetzt noch langweilig. Wobei. Ich finde, der da oben kann runterkommen. Mhm. Okay, wow. Oder halt auch nicht. Dass die dann so schnell nach links zieht, hätte ich nicht gedacht. Ich glaube nicht, dass er dahin wollte. Doch. Echt? Hä? Ah, den 68er jetzt runterspülen. Okay. Alle Zeit der Welt. Ja, dann töte uns halt alle. Ist okay. Joa, würde ich halt auch. Man kann natürlich auch Suizid begehen. Das geht auch. Ah ne, guck mal. Einer überlebt sogar. Wobei, der ist trotzdem nicht nochmal dran. Macht nichts. Wobei... Nee, ist nicht nochmal dran. Schraubenschlüssel, juhu! Das hat der Nick ja quasi dran. Schon wieder gewonnen. Oh ja. Weißt du, meinst du, es hat vorhin sich mal irgendeiner um Gerd gekümmert? Nein. Warum habe ich denn nur 2 Würmer? Warum hast du immer noch 2? Das ist die Frage. Ich glaube, das ändert sich jetzt. Oh ja, hoch zum Nick. Das ist eine gute Idee. Schade. Zarte Schokolade. Och, Benny, ey. Ja, mach's besser. Ah, mach ey. Guck mal jetzt. Okay. Du hättest einfach nur geradeaus draufhalten müssen. Hab ich. Nicht gut genug. Ja, da war's halt besser. Schlechte Position, Nick. Ja. Kann er noch nachjustieren. Und dann werfe ich da einfach mal irgendwo eine Banane hin, in der Hoffnung, dass sie irgendwas trifft. Wow! Nein, weg, nein, doch. Nein. Ja! Weißt du, Meint das kümmert sich mal jemand im Kerl? Ja! Hm. So, Gerd. Gerd, mach ihn kalt. Ja, weißt du, jetzt wieder pissig sein. Also als der Nick umgezogen ist, hat der extra nochmal 5 Eimer Lack gekauft. Ja, jetzt immer an seinem PC stehen hat. Natürlich ja. Doch, ist klar. Das ist leider ein großer Wurm. Ja, und?
Ach, du wolltest rüberfliegen, oder wie? Mhm. Mach nichts jetzt. So, ob es euch passt oder nicht, ich kauf jetzt. Katsching. Der gerade zweimal Katsching. Ich? Nein. Einmal Jetpack und einmal Wasserpistole. Was? Nein, niemals. Hä? Hast du dich bei ihm reingecheatet oder was? Weil es war offensichtlich. Es war einfach logisch. Ja, natürlich. Und es hat auch genau gepasst. Er hat nämlich jetzt 0 Coins übrig. Er hatte genau 40. Ne, 30. Kostet ja nur 10, die Wasserpistole. Genau. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Verdammt dann.